Willkommen zum Rift Report, eure neue Patch Rundown, bei dem ihr die offiziellen Challenges von Riot direkt zum Release bekommt. Dieser Patch hat die vermutlich meisten Champion Challenges aller Zeiten, verlieren wir also keine Zeit. Der Patch 14.18 ist nun wirklich der Worlds Patch, das hat uns Riot auch nochmal separat bestätigt. Ja, wir hatten den 14.17er Patch ebenfalls den Worlds Patch genannt, einfach weil dies von Riot Foxhorn auch so kommuniziert wurde. Der zweite Ranked Split endet am 25.09. um 1 Uhr nachts deutscher Zeit. Zusätzlich dazu ist Patch 14.18 der letzte Patch, um Arena zu spielen. Mit Patch 14.18 wird es zahlreiche Änderungen zu Account-Transfers geben. Account-Transfers haben nun einen 90-Tage-Cooldown. In dieser Zeit könnt ihr keine Server wechseln. Zusätzlich dazu können Accounts mit großen Mengen an Riot Points nur noch durch eine Anfrage beim Spieler-Support transferiert werden. Riot sagt, dass dies dem Schutz dieser wertvollen Accounts dient. Das ist aber nicht der echte Grund. Der wirkliche Grund, Riot möchte nicht, dass ihr oder Bots irgendwie RP auf anderen Servern kaufen. Springen wir damit aber direkt zu den Champion-Buffs. Ich empfinde Ahri momentan nicht als schwach, trotzdem steigt der Base-Damage auf den späteren Rängen ihres Es ordentlich an. Dazu steigt auch das AP-Ratio des E um 15%. Nah darf sich über drei Base-AD freuen und alle Support-Way-Spieler dürfen jetzt einmal mehr shielden. Der WW-Shield ist nun auf Allies nämlich um 25% stärker. Jarvan bekommt wieder einmal 1% extra Current Health Damage auf seiner Passiven und Jax bekommt gleich drei Buffs auf seiner Ult. Zunächst einmal bekommt er deutlich mehr Base-Armor und MR, wenn er die Ult aktiviert. Aus 15 bis 65 Armor werden nun 25 bis 75 Armor und aus 9 bis 39 MR werden nun 15 bis 45 MR. Der Ornate Base Damage geht dazu von 60 bis 160 auf 70 bis 170 nach oben. Zusätzlich dazu sind die Bonusresistenzen der Ult, die man pro getroffenem Champion bekommt, nun ebenfalls um 5 pro Rang besser. Jace Mini Q Slow geht um 5% pro Rang nach oben und die E Range Taste geht ebenfalls um 5% pro Rang in die Höhe. Jinx bekommt etwas mehr Attack Speed Growth, aus 1,0 werden 1,4. Ludus Passive Damage pro Bolt geht von 3 bis 37 auf 5 bis 39 nach oben und Malphite wird etwas steiniger. Sein Passivschild skaliert nun mit 10% statt 9% Max AP. Samiras Q-Damage skaliert nun auf den ersten vier Rängen deutlich besser mit Total AD. Shen bekommt auch nochmal ein kleines bisschen Liebe. Sein Passivschild ist nun auf den späteren Leveln deutlich besser. Dazu skaliert es nun mit 13 statt 12% Bonus AP. Viego bekommt 3 Base AD, allerdings wird sein Q-Bonus Monster Damage von 20 auf 15 genervt. Xin Zhao ist der letzte Champion, der gebufft wird. Er bekommt 0,3 zusätzliche Armor pro Level. Dazu geht sein Q pro Hit Bonus Damage ordentlich nach oben. Aus 16 bis 52 werden 16 bis 68 Damage. Machen wir direkt mit den Champion-Nerfs weiter. Aurora ist weiterhin viel zu stark, daher nerft man ihre Ult nun gleich dreifach. Ihre Ult Max Jump Distanz nerft man von 450 auf 250. Die Wall Jump Vergiftnis, also diese Linienziel, die man bekommt, dass man da doch noch über die Wand geht, die geht von 700 auf 450. Damit sind praktisch alle größeren Wände nun nicht mehr passierbar. Ihre Ult Duration geht außerdem von 3 bis 4 Sekunden auf 2 bis 3 Sekunden nach unten. Azir muss natürlich passend zu den Worlds auch nochmal genervt werden. Diesmal nerft man den levelbasierten Damage des Ws von 0 bis 77 auf 0 bis 45. Dazu hat Azirs W nun kein Flat AP Ratio von 55% mehr. Stattdessen skaliert das AP Ratio mit den Leveln von 35 bis hin zu 55. Corki war ebenfalls im Pro Play zu stark. Diesmal reduziert man seinen Q Base Damage auf den späteren Rängen von 70 bis 270 auf 70 bis 250. Auch sein Ult Base Damage geht von 80 bis 280 auf 80 bis 240 nach unten. Und auf der Ult verliert er zusätzlich noch 10% Bonus AD Ratio. Ivan verliert lediglich 10 Base Shield und 5% Slow auf allen Rängen des E. Leonas Base Armor wird von 47 auf 43 genervt. Lilias Passiv Monster Damage wird von 70 bis 100 auf 65 flat genervt. Ihre Ult Sleep Duration wird von 2 bis 2,5 Sekunden auf 2 Sekunden flat genervt. Lissandras QAP Ratio wird von 85 auf 75% genervt. Maokais E Cooldown wird von 16 bis 12 Sekunden auf 18 bis 14 Sekunden erhöht. Die E Bush Duration skalierte vorher mit 2,5% Bonus HP, jetzt sind es nur noch 1,5% Bonus HP. Und sein Q-Base Damage wird dazu von 65 bis 265 auf 65 bis 245 genervt. Miss Fortune muss sich lediglich von 2 Base AD verabschieden. Nasus hat in letzter Zeit extrem an Beliebtheit gewonnen, daher geht sein E-Initial-Damage von 55 bis 215 auf 50 bis 170 nach unten. Dazu wird auch der E-DPS von 11 bis 43 auf 10 bis 34 genervt. Rels E wird gleich doppelt genervt. Der maximale Movement Speed geht von 12 bis 20% auf 12 bis 16%. Der maximale Movement Speed zu Gegnern oder Allies
wird von 24-40% auf 24-32% genervt. Rumble wird passend zu den Worlds direkt auch nochmal genervt. Sein Q-Base Damage wird von 80-180 auf 60-180 genervt. Dazu verliert er auch noch 10% AP Ratio auf dem Q. Sein E verliert dazu 5 Base Damage auf allen Leveln. Smolder verliert zunächst 30 Base Health. Dazu verliert er zusätzlich 5 Base Damage auf allen Rängen des Q und des W. Und auch der W Minion und Monster Damage wird auf jedem Rang um 7 genervt. Varus Buffs in Patch 14.17 waren dezent übertrieben, da rudert man nun deutlich zurück. Sein Q-Bonus AD Ratio wird von 150-190% auf 130-170% genervt. Sein E-Bonus AD Ratio geht von 110% auf 100% nach unten. Weiß Cuba vor wenigen Patches wird direkt mal wieder reverted. Sie verliert damit 5 Base Damage auf allen Rängen des Q Minimum Damage und 10 Damage auf allen Rängen des Q Max Damage. Siris Passive wird gleich doppelt genervt. Der Base Damage geht von 90-200 auf 75-160 nach unten. Dazu werden aus 1-15% Max HP Damage nun 1-11% Max HP Damage. Das Damage Scaling ist nun allerdings linear. Insgesamt ist das Ganze immer noch ein ziemlich brutaler Nerf. Riot hat Angst vor einer 6 Botlane Meta bei Worlds, da geht der Bonus Structure Damage von 6 Passive nun von 150 auf 75% nach unten. Bei den Itemänderungen bufft man Ludens Companion. Das Item bekommt 5 zusätzliche AP und wird 50 Gold günstiger. Dafür verliert das Item allerdings 5 Ability Health. Shadowflame bekommt ebenfalls 5 AP. Dazu gibt es nun 15 statt 12 Magic Ben. Der Cinderblumen Damage Threshold wird nun von 35 auf 40% gebufft. Dafür wird der Cinderblumen Dot Amp aber von 30 auf 25% genervt. Storm Surge gibt nun ebenfalls 15 Magic Ben. Dafür gibt es aber statt 8% Movement Speed nur noch 5. Der Storm Raider Threshold liegt nun noch bei 25% und bei der Squall Damage Passiven gibt es nun keinen Nerf mehr für Ranged Champions. Bloodthirster wird genervt und gibt nun noch 15 statt 18% Lifesteal. Dazu werden aus 50-400 Schild nun 165-315 Shield. Shieldbow wird von 320-720 auf 400-700 Shield gebufft. Allerdings ist Shieldbow auf Range Champions nur noch 80% effektiv. Bei den Runen wird Fleet Footwork direkt noch einmal für Range Champions genervt. Fleet Footwork hielt grundsätzlich nun für 10-130 Leben anstatt 5-100 Leben, ist nun aber auf Range Champions nur noch 60% effektiv. Das Minion Healing ist nun für Melee und Range Champions mit 15% gleich. Melee Champions bekommen nun allerdings 5% zusätzlichen Movement Speed. Zu guter Letzt passt man noch einmal den Turret Bulwark und die Turret Fortification an. Die permanenten Resistenzen, die Turrets pro zerstörtem Plating bekommen, gehen von 40 auf 50 nach oben. Die temporären Resistenzen pro gegnerischen Champion gehen allerdings von 45 auf 20 pro Champion nach unten. Zu guter Letzt bufft man auf der Top- und Midlane noch einmal die Turret Fortification. Bis zur 5. Minute bekommen Türme hier nur noch 15% statt 25% Damage. Das war's damit vom Rift Report für diesen Patch. Ich habe mal wieder eine absolute Nachtschicht eingeschoben, um euch mehr als 30 Champion Changes wieder einmal in nicht einmal 24 Stunden komplett aufzubereiten. Es wäre daher sehr, sehr lieb, wenn ihr uns mit einem Abo oder Like unterstützt. Bis zum nächsten Patch. Möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.